Ja, ziemlich genau 2 Jahre ist es her. Da stand ich hier oben das erste Mal. Und da habe ich mit meinem Projekt angefangen, Timelapse FFM. Das war im Herbst 2011. Anfang 2011 hatte ich die Idee. Im Herbst ging es dann los und auch relativ fix alles. Also ersten Aufnahmen im August, dann Gründung, erste Auftragsarbeit sogar schon im September. Aufgrund 2er Videos, die ich online gestellt hatte, die hatte ich so privat gemacht in meiner Freizeit, einfach losgelegt, eine Idee umgesetzt und ruckzuck hatte ich den ersten Auftrag, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Dann ging es darum, Nominierung zum Gründerpreis der Stadt Frankfurt. Da war ich unter den ersten 10, verdammt stolz, für die paar Monate, die ich da aktiv gewesen bin. Also super durchgestartet, dann 2012 ging es direkt weiter, der Durchbruch. 2 größere Aufträge, richtig große Unternehmen. Schlag auf Schlag ging es dann, TV, Dokus, Berichterstattung, Wetterberichte, haben mich dann angefragt und wollten auch Material von Frankfurt, Zeitraffermaterial. Eigentlich total banal, aber es ging dann einfach rund. Dann hat es angefangen, so Unternehmer, Startups, Bands aus Frankfurt haben mich angefragt. Der Thilo, der hat 2013 hat er sich selbstständig gemacht und meinte, hier Marc, hast du nicht mal ein paar Szenen von Frankfurt für mein Video? Er hat sich ein bisschen vorgestellt, da sagt man auch nicht nein, also da bin ich auch immer wieder gern dabei. Also auch immer wieder Bands von Frankfurt, die immer wieder anfragen, immer wieder bin ich dabei, super Sache. Für Frankfurt müssen wir was tun. Ja, Rhyme on Rocks, es ist wirklich, also dieses Netzwerk funktioniert für mich wunderbar und es ist aber nicht nur so, dass ich viel nehme, sondern ich gebe auch sehr gern. Also wenn ihr irgendwas habt, fragt mich an, ich bin immer dabei. Gründer helfen Gründer. Ich habe mich selbst erst gegründet und wie gesagt, dann kommt der Thilo und fragt hier, machen wir was? Ja, und dann wirklich sind wir dabei. Wenn ihr Fragen habt, ich glaube, hier sagt keiner nein, egal um was es geht hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich brauchte auf die Schnelle eine Homepage und da habe ich die Jungs von Metascape angefragt und irgendwie ruckzuck hatte ich eine Homepage. Ging super fix. Also macht auch echt Spaß. Die Technik bei mir, 2013 ging es dann richtig los. Nee, 2012 war es noch. Da hatte ich mir einen Dolly geholt. Ich weiß nicht, viele von euch haben das ja verfolgt. Und ich war wahnsinnig begeistert. Die erste Dollyfahrt, was hat das für einen Spaß gemacht? Neue Technik ist jetzt auch dazu gekommen. Die Canon 6D macht auch super Spaß. Kein Spaß macht die GoPro, zumindest für meinen Einsatz. Außerhalb, also für die Outdoor-Leute super, aber für mich nichts. 2013, weitere Großaufträge, Aufnahmen im Ausland, Sizilien, Österreich, Prag. Wahnsinn. Nominiert für den Frankfurter Tourismuspreis. Habe ich dann auch wieder nicht geschafft, war ich auch nur unter den letzten 5. Die Konkurrenz war dann ein bisschen größer, ja. Nicht besser, ja. irre Werte, was so zusammengekommen ist in den 2 Jahren, 8 Terabyte an Daten, ist jetzt eigentlich nicht mehr so die große Sache. 250.000 Views auf YouTube von meinen Kunden finde ich für den deutschen Markt schon ganz ordentlich. Ich habe eine Kamera, die erste Kamera, die ich mir geholt hatte, war eine Sony Alpha 55. Die hat inzwischen 400.000 Auslösungen. Die ist ausgelegt für 80.000 Auslösungen. Und die läuft immer noch wunderbar, also irre. Auch ein irrer Wert, den ich vorgelegt habe, und zwar Marketing habe ich überhaupt nicht drauf. Ich war im Sommer in Österreich im Urlaub und postete ein Foto auf Instagram und irgendwie hatte ich später zu Hause erst festgestellt, 9 Minuten später schrieb mich jemand an und wollte die Szene schon kaufen, ohne sie je gesehen zu haben. Also Wahnsinn. Und also wirklich auch mal ein dickes Danke an das ganze Netzwerk hier in Frankfurt. Die Katrin, super, der erste Auftrag, oh mein Gott, was war das aufregend. Der Fabian, irre. Dann auch ein großes Danke an den Holger, mit dem habe ich ein paar Nächte zusammen Musik für ein Video gesucht und der hat sich da hingesetzt und nächtelang da was zusammen komponiert. Leider hat es dann doch nicht geklappt, aber trotzdem vielen, vielen lieben Dank wirklich an euch alle.